Sie können da rumstehen. Wieder neue Gegner. Sieht man hier. Also, haben wir überhaupt schon von allen Lastgegner gesehen? Ich weiß es gar nicht. Was für Lasten gab es? So Waldelfenzeug haben wir gesehen. Irgendwelche Assassinen gehören bestimmt zu den Waldläufern. Und was für Lasten gab es überhaupt? Es gibt doch vier Lasten. Zuflucht, also die Menschen. Dann gibt es. Oh, 122. Schießt. Ach du Scheiße. Das sieht nicht allzu schwach aus. Dann deren Schussreichweite ist auch so weit, wie die laufen können, oder? Dann laufe ich mal jetzt nur bis hier, weil nächste Runde komme ich ja eh dann so weiter. Und okay, die machen aber trotzdem nur, obwohl das so viele sind, haben die einen schwächlichen Schaden. Also da muss ich jetzt keine Angst haben. Ich dachte jetzt schon. Also und die Gremlinmeister gehören dazu irgendeiner, ich weiß nicht, wie die Fraktion heißt. Auf jeden Fall haben die auch diese Golem-Viecher und so. Aber ich habe gerade keinen Schimmer, wie die heißen. Oder was das, irgendwelche Wüstenviecher waren das, glaube ich. Die haben auch Djinns, denke ich mal. Also so Technik und Magie kombiniert haben die irgendwie. Oder Technik und Mystik, sowas. Und, also Menschen, dann diese Wüstenviecher, dann Dämonen und Untote, ja. Also Dämonen und Untote habe ich ja, denke ich, noch ganz gut in Erinnerung. Irgendwie aber von den... Obwohl... ja, es geht. Ich denke mal... Ich habe... Also die Einheiten habe ich alle schon mal gesehen, aber... Also ich hatte von den Sammelmeistern jetzt auch mehr erwartet. Das scheinen ja die... echt die schwächsten Einheiten zu sein, so auf dem Niveau meiner Bauern. Und demnach sind das auch solche Massen. Und sind trotzdem einfach abzuschlachten. Nur bedauernswerterweise ein paar Bogenschützen verloren. Und ich denke, also laufen wir jetzt weiter nach links hier, oder? Ja, da gibt's Zauber der ersten Stufe, die bringen es nicht. Hier gibt's noch nicht besucht. 1000 Erfahrung. Ah. Sie würde oben rumlaufen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich runter in die Unterwelt soll oder nicht. Da ist Zauber der ersten Stufe, da sind Bauern. Ah komm, gucken wir uns die Unterwelt an. Wir müssen aber sehen, was es so in der Unterwelt gibt. Oh, warte. Da oben ist... jetzt bin ich schon unten. Ich will nochmal wieder hoch. Denn da war eine Goldmine. Und hier ist ein verlassenes Bergwerk. Das will ich mir dann doch zuerst noch holen. Die Greife... Ne, die schließen sich mir nicht an. Wenn die bewachen das Bergwerk, die Goldmine meine ich. Und jetzt sehen sie mal, was sie davon haben. Ah, Greife sind schnelle Kreaturen. Die sind immer als erste los. Aber ich habe Königsgreife gegen normale Greife. Die haben keine Chance. Vor allem gegen meine Ritter. Ach, Bauern. Pack. Miliz, Kreatur. Komm, Isabella, erlege den Rest. Fünf Greife ist dann doch ein bisschen zu viel. Aber die Scharfschützen haben die Ehre des letzten Schusses einen Königsgreif verloren. Aber dafür kriegen wir jetzt mehr Gold. Wie viel Gold gibt es pro Runde? 1000. Oh, das ist eine ordentliche Menge. Und das Ding, ich denke, ich kann nichts damit anfangen, aber sicherheitshalber nehme ich es ein, bevor ich nachher wieder rundenlang irgendwie keine Rohstoffe bekomme, die ich eigentlich brauche. Und dann irgendwie warten muss oder so. Ah, und da ist ja auch wieder ein Kampf. Oh, jetzt habe ich Enter gedrückt. Was macht das? Ah, verteidigen. Okay, nicht so schön. Fliegen wäre viel besser gewesen. Dann, schön, die Seite stellen sich mit Moral wieder vor die Kerle. Dann können sie gleich direkt nochmal angreifen. Meine Isabella schlägt auch zu. Was ist dran? Oh, Bauern. Sechs Bauern. Es lohnt sich nicht, sechs Bauern zu bewegen. So. Da sterben jetzt noch ein paar. Und da stirbt ein ganzer. Ah, mit Glück sterben zwei. Ja, das macht's schon fast sinnvoll. Und. Oh, ach du Scheiße, dieses Gift zieht ordentlich rein. Zwei Königsgreife verloren. Das senkt natürlich den Schaden jetzt für den Sturzangriff auch. Oh. Okay. Ja, das senkt den Schaden für den Sturzangriff, weil kein Sturzangriff stattfindet.
ein Edelstein pro Tag und hier ist noch noch ein Bergwerk, da gibt es noch mehr Edelsteine. Ja, dann laufe ich jetzt vielleicht doch weiter nach links. Ah, es wird sicherlich noch einen anderen Weg nehmen. Ich weiß es nicht. Ich werfe eine Münze. Ah, oh, noch mehr von diesen Viechern. Ich werfe eine Münze. Ich müsste hier doch irgendwo... Da liegt eine Münze auf dem Tisch. So. Ja, mach so lange Autokampf. Ich werfe jetzt eine Münze. Warte, ich muss mich zuerst entscheiden. Kopf nehmen, weil ich gehe runter. Und es ist... es ist Kopf, ja. Okay, das heißt, ab in den Untergrund. Die Münze hat sich entschieden. Autokampf kann beendet werden. Den Rest mache ich selbst. Oh, sein Gift ist... Sein Gift haut ziemlich ordentlich rein. So, als nächstes landet sie die Seite dran. Habe ich gerade eine Seite von... Oh nein, Sackkasse hier. Oh, du dummes Autokampf. Du dummes Autokampf. Du dummes. Das gibt's doch nicht. Manövriert ja meine Reiter in eine Sackgasse. Ah. Oh, und noch zwei Greife. Und hätten meine Reiter gerade angegriffen, dann wäre der Kampf direkt schon wieder vorbei gewesen. Stattdessen verliere ich gleich alle meine Greife. Das ist, komm, beende den Kampf. Oh, nicht du. Die Greife, das ist nur noch... Oh, alle meine Greife. Oh, und jetzt habe ich nur noch zwei von den drei Reiter. Weil dabei waren meine Greifen und Reiter haben eigentlich den Hauptschaden ausgemacht. Soldatenglück. Garantiert, dass besondere Fähigkeiten der Kreatur in der Armee des Helden im Kampf öfter zum Tragen kommen. Wie zum Beispiel das Schildschlag des Junkers. Diplomatie stehe ich nicht so drauf. Obwohl, ich meine, das ist eine Sache, die ich eh erlernen muss. Die Dinger, ich habe keine Auswahl. Ich muss die alle erlernen. Früher oder später, weil es ja zu jedem Ding nur drei gibt und ich drei erlernen kann. Demnach kommt es nur darauf an, was ich zuerst lerne. Und da denke ich mal, lerne ich die Diplomatie dann zuerst, weil ich gerade... Ich hätte das eigentlich... ich habe es bisher eh nicht gebraucht, ich meine... Aber ab jetzt, können sich mir schwächliche Kreaturen anschließen. Kommt zu mir, ihr... Nein, jetzt bin ich nach links gelaufen. Die Münze hat doch gerade entschieden, dass ich in die Unterwelt gehe. Dann verschwenden wir noch ein bisschen Weg. Was für eine Woche haben wir denn? Wir haben die Woche des Schafs. Die Produktion von Wolle verdoppelt sich. Von Wolle. Gibt es irgendwo Wolle? Ich denke mal, das ist quasi wie die Woche der tödlichen Gelassenheit. Also, dass eigentlich nichts passiert und die halt nur ein bisschen abwechslungsreich das formuliert. So, diese Viecher sind auch nicht zu stark, aber wohl auch nicht zu schwach. Also wenn ich meine Reiter nicht hätte, dann hätte ich gegen die vielleicht sogar jetzt schon ein Problem. Hier, wie weit schießt er denn ohne Abzug? Das ist ja eine ordentliche Reichweite hier. So, und der erledigt dann mal 2 bis 4. Komm, mit Glück 4. Yes, alle 4. Gut. So, die Bauern bewege ich mal nach vorne. Ich denke schon, auch wenn ich die mir lieb sind, ist aber egal. Auch wenn, oh, doch. 4 bis 6 sind's und von der Seite 4 bis 7. 7 und hier 4 bis 5 bis 8. Oh, cool. Also Angriff von hinten erhöht doch den Schaden. Oder ist das nur bei dem jetzt so eine... Nee, was ist ein Sturmangriff? Ah, muss man sich mal alles durchlesen, irgendwie. Das, so, jetzt greift das Viech an und es tötet... Nein, meine Bogenschützen, meine Scharfschützen. Du böse, böse Kreatur. Ja, und dann überlebt er das sogar noch. Ja, so wenig Fernkämpfer zu haben, finde ich blöd. Weil mit Fernkämpfer kann man die Kämpfe immer schön schnell beenden. Okay, hier gibt's ja auch direkt so ein Zauberding. Achso, Zauberding ist uninteressant. Zauber der dritten Stufe, yes. Da kriege ich vielleicht mal einen coolen Zauber, den ich dann auch einsetzen werde. Enter. Und jetzt lauf zu dem Zauberding. Also, ich glaube, so langsam finde ich, brauche ich ein Schloss, in dem ich Einheiten rekrutieren kann. Weil, wenn ich gleich auch noch ein Schloss erobern soll, dann habe ich ja... Und ich bis dahin keine Einheiten mehr habe. Also ich denke mal, ich sollte auf einem... Was war das denn für ein Peitsch? Ach so, diese Viecher hier, das sind Schattenmatriarchen. Oh, die sind mit 90 Leben.
sind die auf dem Niveau meiner Reiter. Und das sind mehr, als ich Reiter habe. Oh, das gefällt mir nicht, aber die können nicht sehr weit laufen. Dann stellen wir die mal hier hin und erledigen gleich die ersten. Ja, machen wir mal auf die drei hier. Bam! Und, oh, die können zaubern. Ach, was war das denn? Schattenmeister hat den Weg verlangsamen auf Miliz. Ha, als ob die Milizkerle sich jemals bewegen würden. Das kannst du ja wohl voll vergessen.